Aus dem Wasser stammen nur 20% des Nitrats, das wir täglich zu uns nehmen. 10% kommen aus gepökeltem Fleisch, den Bärenanteil aber macht Gemüse aus. Dabei sollte Gemüse doch gesund sein. Grüß Gott. Haben Sie einen Weißkohl? Babette geht es wie vielen. Um sich ausgewogen zu ernähren, isst sie jede Menge Gemüse. Mich verunsichert das schon, weil ich achte eigentlich auf meine Ernährung. Und wenn ich das dann höre, dann frage ich mich, warum ich eigentlich so viel Gemüse esse und was für mich tue. Heute will Babette deshalb nicht alleine kochen. Ich hoffe, dass mir die Ernährungsexpertin sagt, wie ich das vermindern kann, dass ich weniger von dem Nitrat zu mir nehme und dass die ein paar gute Tipps für mich hat, dass ich dann mich gesünder ernähre. Gemeinsam mit Ernährungswissenschaftlerin Julia Bollwein geht's ans Kochen. Rucola ist besonders nitrathaltig. Doch wichtig zu wissen, Nitrat an sich ist nicht gesundheitsgefährdend. Bakterien allerdings können das ändern. Zum Beispiel, wenn Dressing dazu kommt. Ich würde sagen, den lassen wir gar nicht stehen, weil das ja genau das Problem wäre, wenn die Bakterien, die natürlicherweise auf dem Salat sind, auch wenn man den gewaschen hat, die wandeln das Nitrat in dem Rucola in Nitrit um und das ist ja dann dieser problematische Stoff. Nitrit blockiert den Sauerstofftransport im Blut. Außerdem kann es zu Nitrosamin werden und das steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Daher ist es sinnvoll, gleich weniger Nitrat aufzunehmen. Und warum muss ich jetzt genau den Strunk weg da? Also die Idee ist, dass in diesen wasserleitenden Pflanzenteilen mehr Nitrat angereichert wird. Mhm. Und wenn man natürlich die Teile entfernt, hat man automatisch in dem ganzen Essen weniger Nitrat drin. Und auch auf diese Dinge sollten Sie achten. Nitrathaltiges Gemüse, wie zum Beispiel Spinat, sollten Sie nicht wieder aufwärmen. Lassen Sie angemachte Salate nicht lange stehen. Und Biogemüse enthält immer weniger Nitrat, weil Biobauern auf Kunstdünger verzichten. Aufpassen müssen Sie auch bei gepökeltem Fleisch oder Wurst. Bei so einem roten Fleisch und einer roten Wurst, da ist das Nitritpökelsalz drin. Und da ist dann der nächste Umwandlungsschritt gefährlich, vom Nitrit zu diesem Nitrosamin. Und das ist ein krebserregender Stoff. Und den wollen wir wirklich nicht in unserem Essen drin haben. Diese Umwandlung passiert vor allem bei trockener Hitze. Statt grillen oder braten, also lieber im Wasser erwärmen. Und nur ab und zu als Schmankerl genießen. Hast du jetzt irgendwas mitnehmen können aus dem, was wir heute gemacht haben? Dass ich Gott sei Dank mein Gemüse weiterhin essen darf, weil es ja was Gesundes ist, wenn ich aber Tipps beachte. Also bitte weiterhin Gemüse essen, denn die Vorteile überwiegen eindeutig.